Grüß euch, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Kochen mit Traudl. Habt ihr nicht schon festgestellt, dass es manchmal so ist, bei einer Langspülplatte oder CD, dass er manchmal bloß ein Liedl gefällt hat und das andere, mein Gott, das hörst du halt einmal an und dann denkst du, nur das eine Liedl ist schön. Bei mir geht es auch manchmal so, bei den Kochhefteln und so, manchmal denke ich mir, da finde ich jetzt wirklich bloß ein oder zwei Rezepte, die mir gut gefallen da drinnen. Aber manchmal ist es auch wirklich bei einer CD so, da gefällt dir jedes Liedl oder viele davon. Genauso geht es mir bei Lust auf Genuss und zwar mit dieser Dezember-Ausgabe. Da habe ich doch schon wieder was gefunden, was mir gut gefällt. Und zwar möchte ich heute so einen Wolfsbarsch in der Salzkruste machen. Das habe ich noch nie gemacht, also ist das heute eine Premiere. Dann schauen wir mal, ob es geht. Und als erstes müssen wir den Fisch einmal putzen. Ich habe nämlich festgestellt, da sind nur die ganzen Schuppen dran. Aber sollte ja für mich was Leichtes sein, denn ich habe ja schließlich die Fischerprüfung. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist jetzt der Wolfsbarsch. Es hat bloß kleine Wolfsbarsche gegeben, also habe ich jetzt zwei für uns mitgenommen. Also als erstes müssen wir einmal sauber waschen. Und zwar dieses innere Einzeigel da, das muss alles noch raus. Oder da, diese Haut, das muss weg. Unter kaltem Wasser wird der gewaschen. Wenn ihr ihn jetzt gewaschen habt, nehmt ihn so mit dem Schwanz und nehmt ein Messer, das nicht zu scharf ist, damit es nicht kaputt schneidet und geht so schräg rüber. Über die Schuppen, die lösen sie dann. Ein bisschen aufpassen, weil da hat ein Stachel dran, dass es euch nicht wehtut. So macht ihr es dann mit dem ganzen Fisch. Am Schluss geht es noch mal ein bisschen so drüber fahren, ob es nur spürt, aber der ist jetzt eigentlich schuppenfrei. Dann dort es ihn abtrocknen und weiterverarbeiten. Unsere Fische, die haben jetzt sauber gemacht und jetzt sage ich euch schnell, was für Zutaten das braucht. Also eine Zitrone, ein Wolfsbarsch. Ich habe jetzt zwei, habe ich ja gesagt, weil die so klar waren. Also normal sollte 1,5 bis 2 Kilo haben für 4 Leute. Thymianzweige, Rosmarinzweige, Petersilie, viel Salz, also 2 Kilo Meersalz und 4 bis 6 Eiweiß. In den Bauch vom Wolfsbarsch tun wir jetzt 2 Scheiben Zitrone rein, ein bisschen Thymian, Rosmarin und eine Petersilie. Jetzt gebe ich 2 Kilo Salz in eine Schüssel. Schaut irgendwie aus, als wie Streusalz. So, da sind jetzt 2 Kilo Salz drinnen, das ist jede Menge. Und jetzt muss ich da 4 bis 6 Eiweiß dazu tun. Da habe ich jetzt 5 Stück drin und jetzt rühre ich das einmal und schaue einmal, ob das so ein Brei wird. Das schaut jetzt, glaube ich, schon ganz gut aus. Ein Drittel sollte man jetzt da auf das Blech drauf geben, da habe ich ein Backpapier drauf. Da. Jetzt habe ich das da wegen verteilt und jetzt gebe ich meine Fische da rein. Ich hoffe, dass das auch mit 2 Fischen so funktioniert als mit einem, aber was soll jetzt da auch dagegen sprechen?
So, und jetzt kommt der Rest da drüber und das soll ich luftdicht abschließen. Also alles zumachen, was zum Zumachen ist. Mein Ofen, den habe ich jetzt auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt. Ihr könnt es aber auf 200 Grad Ober- und Unterhitze machen. So, das schaut jetzt schon ganz gut aus. Also ich sehe jetzt nichts mehr aus, was ausschaut. Und ihr braucht keine Angst haben, das ist jetzt nicht sehr teuer. Diese Umhüllung, das einzig teure sind eigentlich die Eier. 6 Eier, okay. 30 Cent, 1,80 Euro. Aber das Salz, ich glaube, das hat bloß 27 Cent oder 30 Cent kostet. Also das kommt jetzt dann für ungefähr 40 Minuten in den Ofen rein. Das schaut ja aus wie eine Roulade fast. So lecker. So, und was machen wir jetzt da damit? Das ist ja wie Beton so hart. Ich glaube, da muss man jetzt mit dem Hammer aufhauen. Hol ich mal schnell einen Hammer. Da ist der Hammer. Jetzt schauen wir mal. Ah ja. Da biegt jetzt der Fisch drauf. Ah, oh, das ist heiß. Oh. Na ja, schauen wir mal, ob wir den rauskriegen. Jetzt liegt da der Fisch. Und jetzt tue ich da mal mit zwei Gabeln das runter. Also es wie die Fernsehköche immer sagen oder die Tester, schön glasig, saftig. Dazu gibt es einen schönen Salat und ein bisschen Baguette. Das reicht dann eigentlich auch. So, jetzt muss ich das probieren, ob das so salzig schmeckt, als wie man einbaut. Ja, das schmeckt gerade richtig. Und saftig und gut. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Bei Kochen mit Trauli.